Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Hey! Nachdem wir jetzt auch durch die Warteschlange des Todes durchgezogen sind, nach sage und schreibe 3 Stunden und 20 Minuten Login-Versuchen, können wir endlich weiterspielen. Yay! Ich habe mir so zwischenzeitlich mal die Frage gestellt, was habe ich wohl schneller durchgespielt? Final Fantasy 3 oder Rim Reborn? Endwalker. Aber egal. Wo sind wir gerade? Wir sind noch im Labyrinthos. Ja. Bei der Quest Wandern mit Baldesions Gelehrte, Kaffee trinken mit Alize oder drüber lachen, dass die Backflips von professionellen Dragoons epischer enden als die der Dragoons in Inhalten. Egal. Wir wollen hier weitermachen. Wir wollen durch den Tunnel, damit wir in die unteren Ebenen kommen. Also reden wir mit Schlafino. Das muss Stollen 33 sein. Hörst du das auch? Ich glaube, der Stollen ist nicht unbewohnt. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Und pass auf, wohin du trittst. Der Boden hier ist heimtückisch. Lass uns lieber nichts überhasten. Yay! Einen wunderschönen guten Abend, Baloo. Schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Ich habe mit dem Krielezweig angefangen, ja. Und, ich habe gestern schon ziemlich hart geraged. Wenn du bereit bist, können wir mit der Erkundung des Stollens beginnen. Wir sollten uns dabei aufteilen, um weniger Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Zum Glück gibt es ausreichend Platz zum Ausweichen, falls es doch zum Kampf kommen sollte. Wenn wir den Stollen passiert haben, treffen wir uns wieder auf der anderen Seite. Das wird bestimmt aufregend. Ja, also, ja. Ich weiß nicht. Also, ich bin noch nicht so ganz in diesem Addon angekommen, muss ich gestehen. Hat mehrere Gründe. Also, es fühlt sich irgendwie seltsam an. Ich weiß nicht wieso. Na komm, füttern wir mal erstmal ganz kurz unseren Vollstrecker. Damit wir endlich wieder tolle Menschen hier haben. Miau. Und prügeln uns hier einfach mal durch die Wildnis. Ich hab gehört, das machen wir uns jetzt. Das machen wir wieder so in diesem Spiel. Wild drauf loskloppen. Aber wisst ihr was? Den zerhacken wir beim Weglaufen. Ja, das stimmt. Genau, der Start war echt schnell. Einfach so, ja, ich habe ein Schiff geschartert. Alles klar, tschüss, bye. Das war erfrischend schnell und einfach. Was mich sehr stark verwundert hat, war vor allem auch erstmal die 30 Minuten Cutscene, die danach kam. Ja. Aber das, was danach kam, hat mich echt abgenervt. Also, ich meine, ja klar, ne, man muss halt eben auch sagen, die sind gerade erst angekommen, die wollen sich die Umgebung angucken und so weiter, aber ganz im Ernst. Zwei Leute kennen die Stadt nicht und die nehmen sich alle Zeit der Welt, erstmal mit denen eine kleine Stadtrundfahrt zu machen, ja, dann geht erstmal ein bisschen geredet, Krile so, ja, schön, dass ihr jetzt auch da seid, während ich hier Urlaub gemacht habe, habe ich gar nichts gemacht, jetzt müssen wir, aber schön, dass ihr da seid, dann könnt ihr ja das machen, was ich jetzt die letzten paar Wochen nicht geschafft habe, Bücher wälzen. Ich habe mich nur mit meinen Freunden unterhalten, aber die haben auch nichts gewusst. So, danke, du bist nutzlos, geh dich verbuddeln. So, dann sagt man so, ja, okay, dann helfen wir dir halt, ne? Kein Problem, Bücher lesen, kennen wir uns ja mit aus, ist ja nicht das erste Mal, haben wir im Kristarium ja auch so gemacht. Und dann kommt so etwas von wegen, ja,
Die wichtigen Bücher sind den Exegeten vorbehalten. Du musst dich mit den Kinderbüchern beschäftigen. So, viel Spaß in der Kinderbuchabteilung. Wenn du irgendwelche schönen bunten Bildchen findest, die darfst du auch ausmalen. Dafür bist du geeignet, Lucien. Dufte. Manu, wie auch immer. So, ich denk mir nur so, Leute, ihr wollt mich doch hier echt verarschen, oder? So, müsst mir zum x-ten Mal erklären, wie ein fucking Stadtätherit funktioniert. Ist ja nicht so, dass wir hier schon 50, keine Ahnung, x-tausend Ätheriten, kennengelernt haben. Ja, okay, die sehen halt eben mit jedem Addon gleich aus. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das Aussehen? Die Dinger müssen funktionieren. Das ist ja fast so wie mit dem Smartphone oder generell mit Handys. Was interessiert mich, ob das Handy dreieckig ist oder rund oder, keine Ahnung, viereckig. Es muss funktionieren. Ich will damit Tetris spielen können, WhatsApp-Nachrichten verschicken, Discord und hast du nicht gesehen, all diese wunderschönen Dinge. Wenn das alles funktioniert, dann ganz im Ernst, ist mir ja wurscht, wie mein Handy aussieht. So, aber nein. Dieser Stadtätherit ist was ganz Besonderes. Denn hier sind Leute, die sich mit Ätheriten auskennen. Okay, das war meine Information, die kannte ich noch nicht. Es gibt Leute, die sich mit Ätheriten auskennen. Komisch, dass das vorher in Stormblood auch keine Sau interessiert hat, sondern einfach Leute angetanzt und gesagt haben, heile, 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 dieser Ätherit funktioniert jetzt wieder. Ja, und solche Spielereien. Also, an manchen Stellen denke ich mir so halt so, danke, irgendwie pointless. Ja, aber genau so ist es. Es fühlt sich halt eben an, so wie Heavensward, ja. So, du kommst halt eben in eine neue Stadt und erstmal ist es so, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nebenbei, richtig gut, das finde ich eigentlich, ist so ein gewisses Highlight, ja. Alfino, der Ausgestoßene und seine Schwester gleich oben, oben drauf. Die Freunde von denen sind uns egal, solange sie sich nicht als Bund der Morgenröte ausgeben. So, aber Alfino, ne, also, ne, dieses kleine Dreschblag und seine Schwester, die sollen sich mal richtig anziehen. Und sowas gehört zum Hause Levilleur. So, generell diese gesamten Schalayane. Ja, diese gesamten Schalayane schreiben in ihren Geschichtsbüchern, Schalayan ist eine Nation, die den Menschen, der gesamten Welt mit Wissen helfen möchte. So, wenn du aber antanzt und sagst, ey, wir brauchen eure Hilfe, nee, kannst du knicken, mach doch einen Scheiß alleine, ihr Penner. Ihr Seher, pff, das ist ja außerhalb unserer Insel. Ich gehe wieder zurück. So, hä? So, einfach komplett widersprüchlich alles, ja. Und Kriele dann so, ja, sorry, ich kann mich an die letzten 4 Monate nicht mehr erinnern. Könntest du mir nochmal erzählen, was du mir die letzten 5 Male erzählt hast? Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Danke. Ah, nee, also ernsthaft, ich spiele jetzt seit, keine Ahnung, 5 Stunden und ich krieg halt eben bei den Dialogen einfach nur einen Brechreiz. Das tut mir echt leid. Wie ich sehe, hast du es auch unbeschadet durch den Stollen geschafft. Aber das Abenteuer hat sich gelohnt. Wir sind tatsächlich im Medialzirkel angelangt. Ganz wie Ehrenwillig es sagte. Soweit ich weiß, werden auf dieser Ebene hauptsächlich Nutzpflanzen angebaut und erforscht, die wichtige Nährstoffe enthalten. Wie Ehrenwill bereits erwähnte, ist es durchaus denkbar, dass auch diese Pflanzen für eine mögliche Übersiedlung gezüchtet werden. Schauen wir uns doch gleich mal um. Wenn wir diesem Pfad folgen, sollten wir auch schon an der ersten Anlage ankommen. Ja, dann machen wir das doch. Also den Ätheriten haben wir die Windätherquelle haben wir geholt. Die Windätherquelle hier, die ist irgendwo hier oben, ist noch ein bisschen weiter hin. Brauchen wir uns nicht großartig abmühen an der Stelle. Das ist okay, ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, also der Schalayan-Zweig lässt mich echt hart kalt bisher. Oh, guck mal, ein streuender Knoblauch. Und guck mal, eine Irrtomate und eine streuende Aubergine. All meine Freunde sind hier. Moment. Kommt doch aus Lanos her. Was machen die hier? Wieso bekommen die ein Visum? Ja,
Aber wir, so, aha, passt bloß auf, was ihr hier tut. Sonst komme ich mit der Polizei um die Ecke. Und nach 22 Uhr wird hier geschlafen. So ein typischer Alayan halt. Ah, richtig. Das muss Mirial Agrarbotanik sein. Im Labyrinthas werden allerlei Pflanzen gezüchtet und Anbaumethoden aus aller Welt erforscht. Und das ist der Ort, an dem das geschieht. Angeblich werden auch die Forscher, die hier im Labyrinthas permanent arbeiten, mit diesen wissenschaftlich optimierten Nahrungsmitteln versorgt. Manchmal findet man diese Lebensmittel auch auf der Agora. Wenn man nicht genau sagen kann, was man da vor sich hat und es zum Verzehr gedacht ist, stehen die Chancen gut, dass es hier unten seinen Ursprung hatte. Daher heißt es schon eh und je. Eh und ja. Vorsicht mit Gemüse ohne Namen oder Obst, das mit einer Auflistung des Nährwertgehaltes serviert wird. Man weiß nie, was da genau auf dem Teller landet. Hier sind kaum Klauber zu sehen. Aber alle wirken irgendwie gehetzt. Vielleicht haben wir Glück und jemand hier weiß, was es mit diesem großen Inventur auf sich hat. Wollen wir uns wieder aufteilen und umhören? Natürlich. Sehr gut. Ich denke ohnehin, dass du die besten Chancen hast, etwas herauszufinden. Die Leute sind dir gegenüber irgendwie immer aufgeschlossener. Hat vermutlich damit zu tun, dass ich mich nicht von vornherein mit vollem Namen vorstelle, sondern einfach mit Hey, wie geht's? Aber Alfie nur so, werter Herr, mein Name ist Alfinlo Levilleur. Falls sie es nicht wussten, mein Vater gehört zum Rat der Philosophen. Oh ja, du bist der, den er nicht sehen will. Verpiss dich! Nee, aber generell, ne, die Leute wirken hier, also die Leute, mit denen ich hier unterwegs bin, wirken, als würden die halt eben einmal zu viel mit Vollkaracho gegen die Wand gelaufen zu sein. Ich meine mal ganz im Ernst, der Weltuntergang steht vor der Tür. Ja, alle sind hier voll schnuckelig drauf, bis auf die Leute, die quer durch die Welt laufen und all möglichen Kleinkram, Tiere, Saatgut und sonstigen Kram herbeischlaufen. Und Krile, Stola, Alfino, Alizé, alle so, die sammeln Saatgut. Ist ja interessant. Wofür kann das wohl sein? Wie, die sammeln Tiere, die auch öfter irgendwo unterwegs kommen. Ach so, die kann man auch als Nahrungsmittel verwenden. Warum die wohl so viele dafür brauchen? Irgendwie verstehe ich das nicht. Was machen die denn hier unten im Labyrinthos? Warum sammeln die Saatgut und Tiere? Zeugs, was man essen kann. Ich verstehe das nicht. Lass mal hier ein bisschen rumfragen. Alter, wie dermaßen auf den Kopf gefallen muss man sein, um nicht zu raffen, dass die hier eine Arche bauen? Ja? Oh, eine Besucherin. Aber wie bist du hierher runtergekommen? Der Fahrstuhl ist doch eigentlich geschlossen. Ach, da drüben, da gibt es so ein Loch im Boden. Das haben wir genutzt. Durch den Stollen, haha. Da ist aber jemand ausgesprochen mutig. Eigentlich würde ich dir ja gerne alles in Ruhe zeigen. Vor allem, wenn du dir solche Mühe gemacht hast. Aber ich fürchte, der Rat gönnt uns keine Pause. Stell dir vor, wir wurden angewiesen, so schnell wie möglich Anbaumethoden und Proben aller Pflanzen zu überreichen, die ganz spezielle Anforderungen erfüllen. Dabei dachte ich, dass wir eine Inventur durchführen und im Zuge dessen erforschte Pflanzen von den Feldern entfernen, um Platz für neue Forschungsobjekte zu schaffen. Stattdessen sollen wir bereits erforschte Sorten zur Einlagerung abgeben und das in rauen Mengen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Als ich fragte, welchen Zweck das Ganze diene, hieß es nur, man würde alles in Kürze erklären. Das hat mich eigentlich nur noch neugieriger gemacht. Aber mehr konnte ich leider nicht herausfinden. Tut mir leid.
Okay, ich nehme diese Aussage zurück. Hier ist jeder mächtig auf den Kopf gefallen. Ja. Oder die Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann natürlich auch... Also ist auch nicht abwegig. Aber alles im allen, ne, so, das Land der Wissenden, ja, und Wissenssammelnden und Forscher und hast nicht gesehen, aber 1 plus 1 ist schon eine absolut hohe Mathematik. Könnte ja irgendwas Unerwartetes rauskommen. Keine Ahnung, 12 oder so. Hey. Ob ich Sachen habe, die in die untere Ebene eingelagert werden sollen? Ja klar, Massen. Für den meisten Kram benutzen wir den Fahrstuhl, aber so manches wird von Lasttieren per Luft transportiert. Die Waren werden auf einer Anhöhe hier in der Nähe gesammelt. Das ganze schwere Zeug hier muss auch auf den Hügel rauf. Okay. Ja, wie gesagt, und darüber rege ich mich jetzt halt eben schon die ganze Zeit auf, weil das halt eben so ein richtiger No-Brainer ist, weißt du? So, jedes Kleinkind würde raffen, was hier abgeht. Zumindest wenn man hier die Geschichte von der Arche Noah kennt, dann sollte man das wissen eigentlich. Das ist ja eigentlich schon fast Allgemeinbildung. Was ich hier mache? Moment. Was ich hier mache? Wonach sieht das denn aus? Trauben pflücken, meine Lieblingsbeschäftigung. Diese Sorte wächst wie Unkraut, solange sie nur genug Sonne bekommt. Sie stammt eigentlich aus dem südlichen Zentralgebirge von Ilsabad. Eine erstaunlich robuste Pflanze, die sowohl in kalten Gebirgsregionen als auch wärmeren südlichen Gefilden zurechtkommt. Die Gegend, aus der die Reben stammen, wurde oft umkämpft. Früher war sie als Corvus bekannt, heute hingegen heißt sie Locus Amoenus. Wie dem auch sei, der Rat hat einen Feldversuch gestartet und zahlreiche Forschungsprojekte gefördert. Wir konnten sie durch leichte Einkreuzungen mit anderen Sorten hier ansässig machen. Das Ergebnis ist ein kleines Wunder. Haltbarmachung von Lebensmitteln. Ich raff einfach immer noch nicht, was hier abgeht. Ich schnall das nicht. Mir echt alles zu hoch. Chalayana, die arbeiten echt mit richtig krassen wissenschaftlichen Sachen und... Es ist einfach so undurchsichtig, so nicht greifbar. Wäre das nur nicht so krass wissenschaftlich, was die hier machen? Boah. So, guck mal da drüben. Stapel von Kisten. Ich finde eine Liste von Pflanzensamen. Die meisten der Pflanzen kommen dir bekannt vor. Faszinierend, nicht wahr? Aber sie sind nicht nur schön anzusehen. Die Blumen können auch direkt in unsere Seele blicken. Wir nennen sie Herzblüten. Du hältst mich wahrscheinlich für einen Spinner, aber es ist wahr. Im Moment ist sie aschgrau. Vielleicht fühlt sie den Stress der Arbeiter um sie herum. Alle sind wegen der plötzlichen Flut an Aufgaben furchtbar gehetzt, musst du wissen. Wenn man guter Dinge ist, dann erstrahlen die Blüten in leuchtenden Farben. Es ist wunderschön. Ist man aber verstimmt, dann werden sie dunkel und, naja... Du siehst ja selbst. Was genau hinter diesem Phänomen steckt, das wissen nicht einmal die führenden Botaniker Chalayans. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Rätsel, was sich um diese Pflanze rankt. Sie sind zum Beispiel sehr langlebig, aber vermehren sich dafür nur langsam. In der Natur sind sie deshalb kaum zu finden. Wir würden ja gerne ihre Verbreitung aufzeichnen, aber sie sind so selten, dass wir nicht einmal wissen, wo ihr natürliches Habitat ist. Überhaupt haben wir bisher nur wenige getroffen, die von ihrer Existenz wussten. Aber alle hatten sie eine andere Bezeichnung für sie.
Selbst ihren wirklichen Namen kennen wir also nicht. Diese Pflanze ist so faszinierend, dass mein Botanikerherz geradezu danach schreit, sie eingehend zu erforschen. Aber momentan sind wir alle zum Transport abkommandiert. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich noch was erledigen muss. Hatte der Ruger denen etwas Interessantes zu erzählen? Eine Blume, die Gefühle wahrnehmen kann? Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Faszinierend. Das ist ja alles ganz spannend, aber es bringt uns nicht in der Frage weiter, was der Rat der Philosophen zu verbergen hat. Wir stehen mit leeren Händen da. Stimmt schon. Ehrenwils Vermutung, dass man Nahrungsmittel hortet, scheint sich zu bestätigen, wenn man die Aktivitäten hier betrachtet. Aber selbst die Klauber schienen nicht zu wissen, welcher Plan dahinter steckt. Ach, wenn wir doch nur die Ratsmitglieder selbst fragen könnten. Sag mal, das ist doch der Eingang zum Archäon. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das unser Freund Ehrenwill. Schwer zu sagen, aber es sieht so aus. Er meinte ja, er müsse runter, um noch Papierkram zu erledigen. Hat er nicht auch erwähnt, dass er auf Anweisung des Rats arbeitet? Folglich müsste er seine Berichte doch bei einem Ratsmitglied abliefern. Oder jedenfalls jemandem, der mit einer solchen Person in Verbindung steht. Du willst ihn doch nicht etwa belauschen gehen? Nicht doch, Alfino. Ich will mir nur ein wenig die Beine vertreten. Und keine Sorge, Ehrenwill wird keine Schuld treffen. Wenn dir das zu heikel ist, kann ich mich auch alleine umsehen. Schon gut. Ich will selbst herausfinden, was Vater zu verbergen hat. Und mir ist klar, dass er es nicht freiwillig preisgeben wird. Falls wir etwas hören sollten, was uns nichts angeht, können wir uns immer noch aufrichtig entschuldigen. Aber wir brauchen jetzt alle Informationen, die wir kriegen können. Seien sie noch so belanglos. Sonst finden wir nie heraus, was vor sich geht. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und... Krile? Ja, sicher. Klingt gut. Schön, dass du das auch so siehst. Ehrenwill scheint sich auf den Weg machen zu wollen. Schnell zum Eingang, bevor er weg ist. Beinahe hätte ich dich erreicht. Super, damit zumindest ein Beweis, Krile ist nicht mehr ganz dicht. Perfekt! Ein Charakter weniger bei uns in der Gruppe. Können wir gleich aufessen. Was ist ein Lalafell? Was soll man sonst damit machen? In Würfel schneiden? Keine Ahnung. Kennt man doch. Lala-Stampf und so. Krile wirkt irgendwie geistesabwesend. Ich hoffe, alles ist gut mit ihr. Aber darum müssen wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir erst einmal unauffällig Ehrenwill folgen.
Yay! Level up, wow. Das schreit eigentlich nach einem... Genau, nach einem... So, dann weiter geht es. Ah, Düfte. Ich habe gerade Ehrenwil gesehen, wie er den Weg zum Archeon Richtung Westen genommen hat. Komm, wir müssen ihm folgen. Ja, hier wird jetzt mal ausnahmsweise nicht lang gefackelt. Mehr oder weniger. So, wir gucken nochmal ganz kurz. 166 Jalme Richtung Osten. Sehr gut. Da würde ich sagen, diese Windätherquelle nehmen wir uns direkt mit. Weg! Hau ab, du Pefredo! Was ist das überhaupt für ein Name? Pefredo! Ich muss mal gucken. Ich glaube, die war hier unten jetzt genau. Ja. Genau hier war sie. Ja. Das hat wehgetan. Aber macht nichts. Mein Freund voll. Mein Freund, der Vollstrecker, regelt das Ganze schon. Oh, hi, Mark. Danke, Schatz. Wenn es nicht ankam, du kannst es gerne nochmal probieren. Nee, das ist mit Ton. Ei ist mit Ton. Jo. Es gibt auf jeden Fall noch eine Windätherquelle, glaube ich, weiter nördlich. Nee, westlich von hier, genau. Es passt sehr gut, weil das eigentlich auch genau die Richtung ist, in die wir auch gehen müssen. So, weil es meine Freundin nicht mitbekommen hat. Mache ich jetzt einfach nochmal Hallo. Oh, hi, Mark. Sie hat es nicht mitbekommen. Sie schneidet es nicht mit. Sie. Was? Klar war da was. Jeder. Doch, es war lauter. Ich habe es ja selber gehört. Ich habe es gehört. Ich stelle mich nicht so an. Das habe ich mir definitiv nicht nur eingebildet. Oh, hi, Mark. Ah, Düfte. Wenn ich einen Vorschlag unterbreiten dürfte. Soweit ich mich erinnere, wird dieses gewaltige Gebäude dort als Logistikon bezeichnet. Es reguliert die Biosphäre des Labyrinthos. Darin befinden sich auch weitere Fahrstühle, die die verschiedenen Ebenen miteinander verbinden. Ob Ehrenwils Auftraggeber nun aus einer höher gelegenen oder tieferen Ebene kommt, ich halte es für wahrscheinlich, dass sie sich an diesem Ort treffen werden. Ich glaube nicht, dass Ehrenwil Fremden wie uns verraten wird, was er mit seinem Auftraggeber genau abspricht. Jedenfalls wird es nichts Wichtiges preisgeben. Deshalb sollten wir uns irgendwie tarnen, wenn wir ihm folgen. Wenn Ra bei uns wäre, könnte er uns unsichtbar machen. Aber ein einfacher Unsichtbarkeitszauber wäre doch etwas langweilig, findest du nicht auch, Alfino? Ich hatte da etwas anderes im Sinn. Wie wäre es mit einer kleinen Charade? Also, sei kein Frosch. Estola, was? Keine Sorge, Kriele. Das sind nur kleine Verwandlungstricks. Nach einer kurzen Weile werden sie ihre ursprüngliche Form wieder erlangen. Aber ihr müsst euch beeilen.
denn die Wirkungsdauer des Zaubers ist begrenzt. Nimm Alfino und Alizé mit und folgt Ehrenwill unauffällig. Falls die Wirkung unterwegs doch nachlassen sollte, werde ich den Zauber für euch erneut wirken. Und was kann ich machen? Du wirkst mir momentan etwas verträumt. Während des Verwandlungszaubers ist man ungeschützt. Da ist es mir lieber, wenn du hier bei mir bleibst. Und auch ihr solltet vorsichtig sein und euch nicht von irgendwelchen wilden Tieren anfallen lassen, die hier herumstreuen. Zur Not hüpft lieber weg, bevor ihr im Schlund eines Raubtieres landet. Yay, wir sind Frösche! Kleine, glitschige Fröschen-Fröschi-Fröschis! Wir können jetzt jederzeit durch die Gegend froschen und Leuten ins Gesicht springen. Ich mag es, Froschen zu sein, weil Quack! 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 Hui! Sehr schön. Aber was uns hier noch erwarten wird, das erleben wir nicht jetzt, sondern gleich. Oder machen wir es doch jetzt? Und dann erst... Nein, das machen wir gleich, denn es wird auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, sehr lustig, sehr spaßig. Bleibt dran oder wartet ein klein wenig.